15 Jahren, wenn wir alle nicht mehr richtig können oder nicht mehr richtig wollen. Da müssen wir ganz früh anfangen. Und die Dermatologen haben so ein kleines Problem bei den Medizinstudenten, das wird Tyra Bantorz uns gleich sagen, sind wir nicht so richtig das Fach, was den großen Hype hat. Das wollen wir ändern. Und deshalb haben wir uns als Berufsverband und als Vorstand gedacht, wir besetzen das Fach und haben dafür eine junge, engagierte Dermatologin in den Vorstand geholt. Und Tyra wird uns jetzt sagen, wie wir unseren Nachwuchs entsprechend positionieren, um als Praxis auch zukünftig aufzustellen. Tyra. Vielen Dank, Tom. Schönen guten Morgen. Ich wollte auch gleich noch zu deinen Eingangsworten schon sagen, diese depressive Grundstimmung, die du jetzt verbreitet hast über den berufspolitischen Vormittag, kann ich nicht teilen, denn es gibt auch berufspolitische Aspekte und Aktivitäten, die Spaß machen, und das ist so etwas wie die Nachwuchsarbeit hier. Ganz kurz möchte ich Sie auch einmal einstimmen mit ein paar Zahlen. Warum? Das war zu weit. Warum wir uns mit diesem Thema besprechen, Tom, befassen, du hast es gerade eben schon gesagt. Wir sehen aus den Daten der Bundesärztekammer, das sind jetzt die von 2012, dass die Anzahl der älteren Dermatologen, sage ich mal, 50 aufwärts, zunimmt über die Jahre und die Anzahl der Nachwachsenden, also der jüngeren Dermatologen, hier 30 bis 34, 35 bis 39, stetig abnimmt. Wir haben also ein Nachwuchsproblem, ein kleines in der Dermatologie, und man könnte jetzt überlegen, ob der Dermatologe vielleicht eine aussterbende Spezies ist. Ganz so grau sieht es noch nicht aus. Wir haben noch Nachwuchs in der Dermatologie, aber das Bild in den Kliniken sieht ganz häufig so aus wie hier in Kassel bei Professor Rompel, der hier sitzt, noch relativ fröhlich aussieht mit seinen 13 Mitarbeiterinnen, Oberärztin, Assistentin. Er hat keinen weiteren männlichen Kollegen in seinem Team. Und Sie können sich vorstellen, was das für Probleme mit sich bringt, wenn da Elternzeit, Mutterschutz, Teilzeitarbeit auf die Klinik zukommt, dann brauchen wir einfach auch mehr Nachwuchs, weil diese Stellen in den Kliniken nicht mehr von einem besetzt werden können, diese Assistentenstellen, sondern sie brauchen manchmal 2 bis 2,5 Kolleginnen, die die Arbeit, die in den Kliniken anfällt, dann auffangen können. Darum haben wir eben im Berufsverband diese AG Nachwuchs ins Leben gerufen, die Juderm AG, und wir arbeiten auch hier zusammen mit der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, die auch erkannt hat, dass man sehr früh an die Studenten schon herangehen muss, um sie für das Fach Dermatologie zu begeistern. Die Deutsche Dermatologische Gesellschaft hat zur DDG-Tagung 34 Studenten eingeladen von allen Universitäten. Die sind gekommen, die den Kongress einen Tag lang zu besuchen. Sie haben ein Stipendium erhalten, Reisekosten, Kongresseintritt. Und wir haben vom Berufsverband, von der Juderm AG, ein Symposium auf die Beine gestellt an diesem Tag. Die Bosch ist schon wieder weg. Und den Studenten mit 8 Referenten aus Klinik und Praxis das Fach Dermatologie und den persönlichen Werdegang dieser Kollegen ein bisschen näher gebracht. Hier sehen Sie vorne Professor Kaufmann und Dr. Strömer. Es waren aber auch noch weitere Kollegen aus Klinik und Praxis vertreten, die ganz persönlich berichtet haben, wie sind sie überhaupt darauf gekommen, Dermatologe zu werden und wie ist ihr Weg dann in der Dermatologie weitergegangen. Während dieser Tagung haben wir von Juderm uns aber auch noch einem anderen Punkt zugewandt und unser Scheinwerferlicht auf das Thema Weiterbildung gelegt. Wir nennen diese Einzelaktivitäten, die wir haben, in unserer Gruppe auch Spotlights, darum habe ich das hier einmal aufgeschrieben. Wir haben auf der Tagung Interviews geführt zu dem Thema Praxisweiterbildung, Pflichtjahr, ja oder nein. Sie in Berlin haben ja dieses Pflichtjahr in der Weiterbildung in der Praxis. In anderen Bundesländern ist das nicht der Fall, und wir wollten ein bisschen der Frage nachgehen mit den Kollegen, was ist positiv daran, was ist negativ, wo liegen die Probleme. Wir haben also über 20 Interviews geführt auf der DDG-Tagung, unter anderem mit Professor Enk, mit Dr. Strömer, aber auch mit einer Weiterbildungsassistentin hier aus Berlin, Doris Rüker, die auch bei uns in der AG mitarbeitet, die jetzt seit einem Jahr ihre Weiterbildungszeit hier absolviert. Auch mit Tom Stabermann, Ihrem Landesverbandsvorsitzenden und Tagungsleiter, haben wir gesprochen, der ja auch von seinen Erfahrungen hier berichten konnte. Und Sie können sich alle diese Interviews auf unserem YouTube-Kanal, Juderm YouTube, anschauen in voller Länge, was die einzelnen Kollegen dazu gesagt haben. Zusammenfassend habe ich ein paar Ergebnisse hier zusammengetragen, dass im Grunde alle aus Klinik und Praxis die ambulante Weiterbildung befürworten, weil im Grunde nur so alle Facetten des Faches Dermatologie dargestellt werden können. Denn es ist ein ambulantes Fach, es spielt sich ja unheimlich viel
in der ambulanten Versorgung ab. Und das sehen die Studenten und die Weiterbildungsassistenten in den Kliniken nicht. Diese Fälle bekommen sie nie zu Gesicht, wenn sie nicht mal die Möglichkeit haben, in der Praxis zu arbeiten. Ob es nun unbedingt ein Pflichtjahr sein muss, da waren die Meinungen ein wenig getrennt. Gerade die Kliniker und die Klinikchefs der Universitäten sehen das kritisch, weil sie eben junge, wissenschaftlich aufstrebende Kollegen, die sich habilitieren wollen, nicht ausbremsen wollen, indem sie ein Jahr in die Praxis schicken müssen. Aber auch dafür gibt es ja Lösungen, dass die diese Zeit zum Beispiel in der Ambulanz absolvieren. Ganz wichtig ist auch uns niedergelassen natürlich, dass wenn wir Weiterbildungsassistenten aufnehmen in der Praxis, dass die Rahmenbedingungen vernünftig sind. Wünschenswert wäre natürlich finanzielle Unterstützung durch die KV beispielsweise, durch Ärztekammern, denn Sie alle wissen, dass Bildung Geld kostet und Zeit kostet. So ein Weiterbildungsassistent kann ja nicht vom ersten Tag an so eine Praxis so schmeißen und so viele Patienten versorgen und sehen, wie Sie das führen nach jahrelanger Erfahrung. Da sind sicherlich Punkte, an denen noch gearbeitet werden muss. Aber grundsätzlich fanden wir schön und interessant, dass auch die Kliniker das Jahr oder eine Zeit in der Praxis befürworten. Wenn Sie jetzt Weiterbildungsassistenten in der Praxis aufnehmen und beschäftigen wollen, dann müssen Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Und Sie haben es dann zu tun mit Angehörigen der Generation Y. Das sind die, die heute 15 bis 30 sind und auch Generation Y genannt werden. Ich habe das letztes Jahr hier schon gesagt. Das sind die, und deshalb werden sie so genannt, die Dinge hinterfragen. Die fragen im Studium schon, warum muss ich das alles auswendig lernen? Das kann ich doch googeln, das kann ich später nachschlagen. Die nehmen das alles nicht mehr so hin, was ihnen vorgegeben wird. Und wir haben in der Literatur mal ein bisschen nachgeguckt, wie die Generation Y sonst noch so beschrieben wird. Ein Aspekt ist zum Beispiel der Begriff Egotaktiker. Das sind Persönlichkeiten dieser jungen Menschen, die ihr Umfeld danach abscannen, was positiv und was negativ für sie und auf sie einwirken könnte. Sie sind technikaffin, das sind die Digital Natives, das ist also die Generation, die mit all diesen neuen Medien aufgewachsen ist, die wir uns so nach und nach erarbeitet haben. Die kennen das alles nicht anders, als mit iPhone und iPad immer online zu sein. Das haben sie uns voraus. Und sie sind auch eine Generation, die einen hohen Stellenwert bei der Bildung setzt. 60% dieser Generation Y machen Abitur und streben auch in die Hochschulen und Universitäten. Die kommen also auf den Arbeitsmarkt und sind gut ausgebildet, da legen sie auch Wert drauf. Und sie stellen aber auch Ansprüche an den Arbeitsmarkt und das können sie auch, denn ihr Trumpf, den sie in der Tasche haben, ist die Demografie. Wir haben das vorhin in der Dermatologenzahl schon gesehen, aber auch allgemein sind sie ein rares Gut auf dem Arbeitsmarkt, weil sie zu den geburtenschwachen Jahrgängen gehören und stellen auch entsprechende Ansprüche an ihren Arbeitsplatz. Sie wollen gerne arbeiten, aber sie wollen sich nicht ausbeuten lassen und nicht verausgaben. Work smart, not hard ist so ein Beispiel dafür. Und sie wünschen sich auch keinen Chef, der von oben herab irgendetwas delegiert, sondern sie wünschen sich einen Coach, der ihnen zeigt, wie es geht, der sie an die Hand nimmt. Das muss man in der Praxis erstmal darstellen können, auch zeitlich. Sie streben aber auch keine steile Karriereleiter an unbedingt, sondern wollen eine geregelte Laufbahn, um alles, was sie sonst noch so haben, ein geregeltes Familienleben. Sie haben einen Partner, der auch arbeitet, das muss alles zu Hause geregelt werden. Auch Männer wollen in Elternzeit gehen. Das ist eine steile Karriere wie in der Klinik häufig nicht vereinbar, aber mit einer Laufbahn, die stetig voranschreitet, sicher schon. Und das Thema Freizeit ist Ihnen auch besonders wichtig. Jetzt werden Sie sagen, das sind alles Dinge, die Ihnen auch wichtig sind, aber Sie konnten das und haben es in den letzten Jahren eigentlich nicht gefordert, sondern waren bereit, viele Stunden dafür zu opfern, in der Praxis und in der Klinik zu arbeiten. Ja, was machen wir jetzt, wenn diese beiden Generationen aufeinandertreffen? Davor noch einmal dieses Beispiel, wie die Generation Y sich sieht. Sie sind selbstbewusst, sie sind gut ausgebildet, sie können alles schaffen, sie können auch Bundeskanzler werden, fragen sich dann aber auch gleich, will ich das wirklich so viel? Und ich möchte mich eigentlich auch nicht festlegen. Sie sind auch bereit, den Arbeitsplatz und die Arbeit im Laufe ihres Lebens viel häufiger zu wechseln, als wir das vielleicht noch wären. Wenn Sie nun auf diese Generation Y treffen und Sie wünschen sich auch einen Praxisnachfolger, und der wird ja aus dieser Altersklasse kommen, dann würden wir Ihnen empfehlen, als erstes mal das Wort früher aus Ihrem Wortschatz zu streichen. Und zwar, weil Sie das nicht hören wollen und auch die Jungen das nicht hören wollen, dass Sie früher Doppelnachtdienste geschoben haben, 80 Stunden die Woche gearbeitet haben, einen strengen Chef hatten, der Sie angebrüllt hat. Das interessiert nicht, das war nicht schön.
Aber das hilft uns heute nicht weiter, sondern wir möchten Sie auffordern, kreativ und flexibel zu werden. Kreativ in dem Sinne, dass Sie zum Beispiel frühzeitig auf die KV zu gehen und dort mal fragen, wie kann ich meine Praxis ausrichten, wie kann ich meine Praxisstruktur eventuell ändern, dass ich für einen jungen Praxisnachfolger oder vielleicht auch zwei Nachfolger, die diese eine Praxis übernehmen, attraktiv werde. Das fängt an bei Jobsharing, Entlastungsassistenten, Sitze teilen, Sitze vierteln. All das ist ja heute möglich und ich möchte eigentlich die ältere Generation auffordern, ein bisschen umzudenken und zu sagen, es muss nicht die Praxis so, wie sie jetzt ist, weitergeführt werden, sondern sie kann auch mit in anderen Strukturen und vielleicht auch mit mehr Kollegen weitergeführt werden. Und das Wichtige ist immer, dass sie miteinander im Gespräch bleiben, denn das klang vielleicht einiges auch ein bisschen negativ an, was wir so über die Generation Y gefunden haben. Das ist aber nicht so, die sind nicht schlecht. Die sind ein bisschen anders, die sind anders aufgewachsen als die Generation davor. Sie sehen viele Möglichkeiten für sich im Berufsfeld offen und sie wollen auch gerne arbeiten, aber sie wollen das eben mit einer eingebauten Burnout-Bremse sozusagen. Und das Problem mit dieser Generation Y haben auch viel mehr die Kliniken als die Praxen. In der Klinik ist all das, was wir uns eben überlegt haben, Teilzeit arbeiten, eine Viertelstelle erstmal besetzen und so weiter, unheimlich schwierig und in den starren Strukturen und Hierarchien, die es dort gibt, auch nicht so einfach umzusetzen. Das Nordlicht ist die KV-Zeitschrift in Schleswig-Holstein, die hat schon 2012 geschrieben, wo, wenn nicht in der freiberuflichen Arztpraxis, findet der Nachwuchsmediziner flache Hierarchien, ein eigenverantwortliches und abwechslungsreiches Arbeiten und die Möglichkeit, die Arbeitszeiten selbst zu bestimmen. Ich denke, das können wir alle bestätigen, dass das Problem in den Praxen gar nicht das große ist, sondern wenn wir ein bisschen umdenken und uns flexibel anpassen, auch mit der nächsten Generation eine vernünftige und glückliche Praxisführung möglich ist. Wenn Sie vielleicht auch Unterstützung brauchen oder Ideen haben wollen, was Sie noch machen können, was Sie Ihrem Nachwuchs anbieten können, dann schauen Sie doch gerne bei uns auf der Website www.juderm.de vorbei. Das ist das Kernstück unserer AG-Arbeit. Da haben wir viele Informationen rund um die Dermatologie, Hinweise auf Niederlassungsseminare, auf interessante Fortbildungen und auf Formulaturplatzbörse und so weiter. Wir würden uns auch wünschen, eine Weiterbildungsbörse sozusagen dort einzurichten, dass der Nachwuchs ganz schnell nachgucken kann, wo in der Nähe Weiterbildungsplätze in Praxen frei sind. Das sind die Köpfe, die hinter der AG Juderm stecken. Und wenn Sie Fragen, Wünsche, Anregungen haben, dann wenden Sie sich am besten direkt an die Geschäftsstelle des BVDD, das ist Frau Remo, und nimmt diese gerne entgegen. Vielen Dank. Das sollte nicht so negativ klingen über die Berufspolitik, nur das ich noch ganz gerne, aber wenn ich mir solche Rosinen rauspicken könnte wie du, ich bin halt mit dieser Generation 50 plus da immer zusammen in der KV, da wird mit dem was. Gut, Fragen dazu? Auch eine gewisse morgendliche Müdigkeit und Trägheit. Also hier diejenige, die um die Fragen, wie sie einen Assistenten kriegen und den nett behandeln, gut beantworten kann. Wie schätzt du denn das Thema Telemedizin für Generation Y ein? Ist das für die was oder sagen die auch, nö, zu technisch oder gibt es da Daten zu? Noch was neuerer Bereich, aber ich habe es neulich mal andersherum gesagt, ich merke, ich habe einen kleinen Sohn, der im Kindergartenalter ist und ich kriege von, da sind auch viele ärztliche Kollegen im Kindergarten, die aber nicht Dermatologen sind und die schicken mir ständig Bilder per WhatsApp, was dies oder das bei ihrem Kind sein könnte und ich glaube, die haben überhaupt gar kein Problem, solche Bilder, medizinischen Daten zu verschicken, so zu arbeiten, also es findet sozusagen auf dem Spielplatz schon ein bisschen Telemedizin statt. Und dass diese Generation selbstverständlich in der Praxis auch online ist oder ein iPad liegen hat, Mapinion ist das neue Thema, diese Fortbildungstool auf dem iPad, ist, glaube ich, ein Vorteil für unser Fach und die Möglichkeit, Telemedizin dort gut zu implementieren. Die haben da keine Hemmung. Die haben auch keine Hemmung bezüglich der Antwortfrist. Also nach 20 Minuten habe ich das immer, dass gefragt wird, wo ist denn die Antwort dazu? Gut.
Gut, nochmal zu der Weiterbildung. Also ich sehe das, wir haben das hier in Berlin eingeführt, auch dank der Mitarbeit mit Burkhard Bratzke, ich sehe das schon wichtig, dass wir das verpflichtend machen. Natürlich haben wir diese Ausnahmeregelung für die Universitätskliniken geschaffen, Hochschulambulanz, aber auch dann mit einem vernünftigen Curriculum, damit wir garantiert haben, dass sie das da auch lernen und nicht irgendwie auch dort wieder abgezweigt in irgendwelchen Laboratorien enden und letztendlich von der ambulanten Medizin nichts mitbekommen. Ich denke mir aber unter dem Aspekt, dass gerade diskutiert wird, wie ist die Finanzierung der ambulanten Weiterbildung. Die Hausärzte kriegen ja schon ganz viel Geld zu, sie sollen jetzt noch mehr Geld dafür kriegen. Es wird gerade diskutiert, wer dieses noch mehr Geld zahlen soll. Und ich glaube auch, wir sind ein Basisversorgerfach und wenn wir letztendlich da liegen, dass die bei uns alle ein Jahr verpflichtend in der Praxis arbeiten müssen, ist vielleicht auch viel, viel einfacher perspektivisch dafür auch also entsprechende Ausgleichszahlungen zu kriegen. Von daher bin ich immer noch ein Verfechter, weil wenn wir das nicht verpflichtend machen, dann wird das irgendwie wieder so eine Weicheinnummer, die überhaupt nicht funktionieren wird. Gut. Frage, die sind nicht so geldaffin, wie wir das feststellen. Die wollen natürlich einen vernünftigen Lebensstandard damit auch auskommen, aber es ist ihnen durchaus bewusst, dass wenn sie nicht 80 Stunden die Woche arbeiten, sie auch nicht diese Umsätze machen, wie vielleicht die Hardworker. Das ist nicht so wichtig. Es ist tatsächlich, zumindest steht es so in der Literatur, dass in Befragungen immer rauskommt, dass ihnen Freizeit wichtiger ist, Zeit für die Familie zu haben. Dafür sind sie bereit, auch Männer sind bereit, nur drei Viertel zu arbeiten und auch Einbußen im Lohn sozusagen zu nehmen. Also, vielen Dank für Ihren Vortrag, aber ich glaube, an dem Punkt muss ich Ihnen widersprechen. Ich bin im Moment auf der Suche nach einem Weiterbildungsassistenten und ich finde die Gehaltsvorstellungen der jungen Kollegen ganz schön sportlich, weil die meisten von uns können keine 40-Stunden-Woche arbeiten. Das ist nämlich der Punkt. Und viele haben, wenn man allein oder zu zweit arbeitet, hat man keine Praxisöffnungszeiten, die eine Arbeitszeit wie in der Klinik abdecken. In der Charité kriegen die Leute Verträge für 42 Wochenstunden. Und ich kriege eine Menge Gehaltsvorstellungen, wo ich mich wirklich immer wieder wundere und denke, okay, vielleicht bin ich zu altmodisch, aber da kommen Forderungen an mich heran, die dementsprechend, was anderswo für 42 Stunden bezahlt wird, kann ich zum Beispiel halt nicht anbieten. Das können vielleicht Kollegen anbieten, die in den großen MVZ tätig sind und dann ihre Strukturen da entsprechend gestalten können. Aber ich finde die Gehaltsvorstellungen schon ganz schön hoch. Und der Punkt ist natürlich auch, es ist ein Angebot- und Nachfragethema. Es ist gar nicht so einfach, jemanden zu finden. Ja, das ist bekannt, dass auch da seit in den Kliniken die Gehälter angehoben worden sind, dass sie natürlich auf einem ganz anderen Niveau einsteigen, als wir alle das gemacht haben. Das ist richtig, dass viele eben auch gar nicht die Möglichkeit haben, jemanden Vollzeit in der Praxis zu beschäftigen. Aber auch da, das meine ich so ein bisschen mit dem Punkt, werden Sie kreativ, vielleicht ist es ja möglich, dass der noch halbtags in der Klinik arbeitet, halbtags in der Praxis, dass man sich den mit einem anderen Kollegen teilt. Was vielleicht auch hilfreich ist, wenn Sie sagen, meine Praxis gibt das nicht her, kann man auch überlegen, ob man vielleicht mal relativ offen mit so einem Kandidaten spricht und sagt, das, wenn Sie das mögen, das kommt hierbei rum, wenn ich so und so viele Stunden arbeite, ich kann dir das und das bieten, dass du einen Einblick in die Praxis bekommst, ich führe dich ein in das Praxismanagement, in die Strukturen, aber wenn du jetzt mal guckst auf die Abrechnung, das bleibt für uns beide übrig, dann ist vielleicht auch ein bisschen Verständnis da, aber ich glaube, wenn man die Vorteile zeigt, die es gibt, die in der Praxis zu arbeiten und die Möglichkeiten, die man hat, selbstbestimmt zu arbeiten und sich selbst vieles zu regeln, dann sehen auch die Jungen, dass sie da Vorteile haben und Quality of Life sozusagen höher ist als vielleicht das Leben in der Klinik, was ein bisschen mehr am Ende des Monats erstmal bringt. Erstmal zum Wettbewerbsausgleich. Andrea Küchler sucht, wer sucht noch Assistenten, damit die Assistenten, die im Saale sitzen, sich melden können. Gut, ich sehe das mit dem Geld hier auch mit der Kreativphase anders. Also ich denke, wir haben auch ganz viele Sachen in der Dermatologie, die wir diesen Assistenten geben können. Nebenbei, Hautarztberichte und so weiter, das will doch eigentlich auf Dauer keiner von den etablierten Chefs mehr schreiben. Und das machen die gerne und damit können die extra Geld verdienen. Ich glaube, es geht einfach um eine kreative Gehaltsgestaltung dabei. Und ich denke mir, die haben natürlich auch einen gewissen Anspruch auf Geld. Dass wir die Klinikgehälter oft nicht zahlen können, das ist klar. Aber ich finde, wenn sie gut ausgebildet und das ist der Kampf hier in dieser Region.
sehe, dass diese Generation Y auch Global Player sind. Das heißt also, sich nicht nur alleine auf Deutschland orientieren, sondern weltweit orientieren. Und wenn Sie das vergleichen, im Ausland mit für einen Arzt viel mehr bezahlt als in Deutschland. Und ich denke, das ist auch ein Grund, dass die Leute abwandern. So, gibt es weitere Fragen? Hallo. Ja. Ich habe noch mal eine Frage an Thürer. Du hast das ja sehr, sehr schön dargestellt mit dieser Generation Y. Mich würde in dem Zusammenhang noch mal interessieren, sicherlich ist das einmal eine Frage, wie bekommen wir diese Generation in unsere Praxen hinein, aber der zweite Schritt ist dann natürlich auch, wie können wir dieser jungen Generation es schmackhaft machen, auch mal Praxissitze zu übernehmen und damit eben auch Unternehmer zu werden. Damit ist das natürlich dann mit diesem Quality of Life und so, ich meine, wenn man Unternehmer ist und die Verantwortung übernehmen muss, Haftung übernehmen muss, ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, und auch wenn man so in, auch im Norden da halt mal in die Republik guckt, dass natürlich die Übernahme von Praxissitzen zunehmend eben auch schwieriger wird, wenn die Praxis vielleicht jetzt nicht gerade in München am Leopoldsplatz ist, sondern halt eher so ein bisschen peripher in Kreisstädten. Wie können wir diese Generation sag mal, so motivieren, dass sie dann trotz all dieser Bedürfnisse, die wir haben, eben auch bereit sind, Haftung, Verantwortung als Unternehmer, als Praxisinhaber zu übernehmen? Das ist genau das Problem, was wir sehen, dass eben auch viele Frauen an dieser Position sind, die sagen, ich muss doch für die Familie Zeit haben, ich kann nicht eine Praxis Vollzeit übernehmen. Aber ich glaube, wenn ich die Generation, was ich so über sie gelesen habe, was ich aus Gesprächen höre, die wollen an die Hand genommen werden. Und wenn die eine gewisse Zeit in der Praxis sind, schon gearbeitet haben, vielleicht im Angestelltenverhältnis merken und merken, dass es auch alles kein Hexenwerk ist, dass das alles lernbar ist und machbar ist, vielleicht auch, wenn man sich die Arbeit teilt mit einem mit weiteren Praxisinhaber, das wird wahrscheinlich die Zukunft sein, dass so eine Einzelpraxis eher von Zweien übernommen wird, dann sehen Sie vielleicht, dass dieses Verantwortung übernehmen dem Patienten gegenüber, dem Mitarbeiter gegenüber auch befriedigend ist und Spaß macht. Ich glaube, dann nur durch das Vorleben und das Kennenlernen und nicht so dieses hineingeschmissen werden, ich habe das damals auch gemacht und jetzt musst du selbst sehen, wie du die KV-Abrechnung verstehst und sondern das machen wir ja auch im Niederlassungsseminar, dass wir relativ früh denen erklären, wie funktioniert das mit der KV, mit dem Steuerbüro. Das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, die dazu zu erwärmen, indem man diesen großen Block dann nimmt, den Berg von Schrecken und von KV-Abrechnung und Kredit aufnehmen und was da alles mit dranhängt. Und dass wir das nicht so nach außen hin darstellen, dass wir immer alle so wahnsinnig lange von morgens bis abends schuften in den Praxen. Und es ist ja so, wir haben die Zahlen auch gesehen, das Hautkrebs-Screening ist einträglich. Es geht uns ja gut in den Praxen. Die Arbeit macht Spaß und es ist auch immer noch ein Beruf, mit dem man seine Brötchen verdienen kann. Und wenn man das vielleicht nach außen noch mehr transportiert, dass sie dann auch Lust bekommen, in diese Position auszukommen. So, ich denke, wir gehen mal. Erstmal vielen Dank, Thürer. Wir gehen mal im Programm vor.